Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Blue Dragon. Jetzt, nachdem wir gestorben waren, haben wir gerade nochmal alles eingekauft. Und zwar hier Gegenstände und Verbesserung. Seht ihr auch schon unsere Verbesserung, denn wir haben dieses Mal hier Herz des Mönchs dreimal. Das können wir Manomaru gleich dreimal geben. Herz des Henkers, Schuh, 1, 2, 3. Schwarze Magie ist klug, 1 und 2. Und die weiße Magie hätten wir gerne bei Giro. Dann haben wir Angriffskraft um 1. Wie viel Angriff hat denn wer? 120, 75, 75. Ich glaube, es ist doch sinnvoll, das Schuh zu geben, irgendwie. Weil ja, Klug hat einen anderen Angriff. Hat eine andere Art von Angriff. Ja, dein Kriegs, das ist die magische Angriffskraft und das wäre bei Klug richtig. Stärke-Elixier, die Abwehrkraft, das ist bei Schuh richtig. Magisches, die magische Abwehrkraft ist wiederum bei Klug richtig. Ja. Dann Eifer steigert dein Geschick um 1. Klug. TP, Trefferpunkte, wäre bei Klug, glaube ich, ja, die hat die wenigsten angebracht. Und MP, Mana-Punkte, ist, glaube ich, bei ihm hier irgendwie. Nee, bei Manomaru, der hat 63. Manomaru hat nicht einen einzigen Mana-bezogenen Angriff. Okay, dann Schuh. Okay, und jetzt kann es endlich losgehen. Und deine Mana vorher machen. Aber vielleicht hast du bessere Ideen, wie du vorgehst. Einfach jede Truhe öffnen und fertig. Erstmal füge ich hier den Schlüssel ein. Oh. Wie lange dauert das denn? Ja, so. So, und jetzt, wo ist denn das Speichern? Ja. Also ich schlage dir vor, dass du jetzt zuerst die linke Seite machst, wie ich es gemacht habe, und danach speicherst und danach zur rechten. Nee. Aber denk an Speichern. Ich sage jetzt, wie in meiner alten Klasse, wo die bei Klassenarbeit mal gesagt habt, ja, wo die immer gesagt haben, denkt an Speichern, das hat mich so sehr genervt, aber es war auch irgendwo wichtig. Weißt du warum? Weil wenn man bei einer Klassenarbeit zum Beispiel in Excel nicht speichert, hat man 6. Ich würde jetzt erstmal ins Dorf Lago springen. Warum? Da können wir uns heilen. Okay, dann heilen. Gut. Wir können auch das Lager im Wald nehmen oder Wald der Toten, aber ich glaube, Dorf Lago ist ganz gut. Und wo ist unser Ding? Algurberge, warum? Okay, also da werden wir wohl später hinspringen. Bohrmaschine, genau. Wohin bist du jetzt gegangen? Sonst kannst du mitbekommen. Dorf Lago. Okay. Denn ein Schläfchen tut uns jetzt sehr gut. Ja, du kennst dich im Dorf aus. Aber guck auch zu. Wieso sollte ich zugucken? Ach, das kann ich auch gerade gut gebrauchen. Wenn ich meine Augen schließe, und dann könnte ich doch eigentlich auch so tun, als gucke ich dir zu. Nein, jetzt geh dich heilen, schlaf endlich. Mal sagen, ich bin in der Truhe. Ja, probier's. Immer noch. Das wird auch so bleiben. Rathaus. Ich glaube, das ist das. Ja, Gasthof. So, und dann kannst du jetzt gleich wieder zurückspringen. Ja. Dafür ist das nämlich da. Da muss man nicht immer laufen. Warum sind jetzt alle geheilt, na? Ja, würdest du jetzt bitte gerade mal einfach springen? Wie denn? Willst du lang, gell? Na? Korrekt.
Eigentlich kannst du da rumlaufen. Ich war's im letzten Part. Ja und? Ich ein bisschen. Du kennst lieber. Dich doch da besser aus als ich. Ich zeig dir, wo es lang geht. Also. Die Gegner, naja gut. Irgendwie sie oder so. Kann das sein, dass wir an der Stelle hier? Nee. Ja, war mal. Ja, nicht. Ah. Steinkackschlange. Das ist Steinkacke, ne? Oh, die machen immerhin 7 Angriffsschaden. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Ah. Hol doch! Achso, geht nicht. Angriff. 28. Wasserzauber, würde ich sagen. Nee. Dann sind wir leider direkt tot. Unter Boden. Oha, wenn ich auch noch Boden sag, dann springe ich aus dem Fenster. Oder springe in das Let's Play rein, dann seht ihr mich da kämpfen. Siehste? Besiegt. Schon besiegt. Ja dann, weiter geht's. Öffne die Truhe. Okay, ich versuch's. Wir haben heute echt auch nur Pech, oder? Genau. Dauernd irgendwelche Störungen. Störung Betriebsablauf, genau. Ich glaube, ich gebe es bald echt auf. Nein, das ist noch wegen Zeit. Da kommen wir nicht weiter. Komm, gib her. Nein, ich mach schon. Ich will jetzt aber da nicht. Ja. Also gut. Was denn? Wir werden heute echt nur noch gestört. Du kannst dich gar nicht konzentrieren. Ja, ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit von außerhalb gestört werde. Nee, weißt du, woran das liegt? An mir. Weil ich gerade. Ja, weil du neben mir sitzt, ja. Ja. Okay, also, was machen wir? Wir machen einen Angriff. Und diesen Angriff machen wir am besten mit dem magischen Schwert. Und das machen wir am besten mit Feuer. Weil Feuer, okay. Gegrillte Skorpione am besten schmecken. 160 gibt mir recht. Und hier haben wir wieder Angriff. Oh, ich hab ihn so drauf. Oh, 32 reicht schon. Sehr schön. Wanomaru ist gelernt. Zauber, schwarze Magie, Feuer 2, Brutzel. Stopp! Ja, 11, wow. Diese gesamten Störungen stören mich jetzt so sehr, dass ich jetzt gleich wirklich aufgebe für heute. Nö. Wir haben noch einige Aufnahmen zu tun. Ja, aber das bringt doch nichts, wenn da drüben jetzt gleich die Hölle los ist. Ach komm, so sehr stört mir das. Es stört mich sehr wohl. Es stört mich vor allen Dingen, weil ich die ganze Zeit am Überlegen bin, ob es sinnvoll ist, noch weiterzumachen oder eben nicht. Und ja, ich glaube eher nicht. Doch, komm. Nochmal, sammeln wir alle Ton auf. Das hat gleich so selten da. Wir sollten uns jetzt haben. Ja, aber wenn da die ganze Zeit eine Störung das kommt. Ach, das geht halt da weg. Das ist nur ein paar Störungen. Oh, komm, mach du. Ja, lass mich mal wieder zocken. Ich weiß, war meine Schuld, dass ich eben in diesen Scheiß reingelaufen bin. Was? Au. Das war ich. Ich hab mich selber geschlagen. Ja, das weiß ich, aber ich dachte, wieso schlägt man sich selber? Weil es scheiße war. Es war scheiße, ja.
Aber andererseits hat man nochmal die neue Chance bekommen und ich konnte drei Sachen kaufen für zwei Leute. Oh ja. Das System muss man ja auch erstmal verstehen. Gott sei Dank bin ich ein Speicherpunkt-Fanatiker. Ich speichere immer, wenn ich ja irgendwo speichere. Komm, schnell, Truhe öffnen, Truhe öffnen. Du sagst direkt, wenn du eine siehst. Und wo auch. Piep, 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 piep. Ah ja. Ja. Ich sollte es ja sagen. Ich dachte mir, ich mach's wie so eine Warnanlage. Vielleicht funktioniert's ja. Viel zu viele. Aua. Das sind doch die gleichen Spacken wie beim letzten Mal. So dürfen die eigentlich angreifen. Weil es Geister sind. Und hau bitte direkt mit dem weißen Licht der Vergeltung drauf. Hä? Hey. Ein Heiligenschein. Ein Schein, was? Ja, das heißt mit dem Heiligenschein von Giro drauf gehen. Verdammt, der kommt ja erst in 10 Jahren. Nee, warte. Was geht denn auf alle? Ja, das bringt dann nichts. Schatten? Geht nicht. Und gib alles! Schließlich bist du ein Mädchen! Scheiße. Du bist unglaublich. Glanz, auch an. Das sollte die jetzt eigentlich alle töten. Sag ich doch. Nein, du bist gut. Warum ist er nicht zuerst dran gekommen? Ihn als allererstes, da hätten wir uns den ganzen Mist direkt vom Hals halten können. Verdammt. Ja. So, nächste Ansage. Wo ist denn die Truhe? Du mit deinem Piepsgerät sagst mir wieder wo. Die geht doch nicht. Davon bist du gekommen. Links. Bitte fahren Sie weiter geradeaus. Ja, nochmal. Bitte fahren Sie langsam um die Kurve. Und piep, 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 nein. Was denn? Toll, jetzt dürfen alle acht erst. Oh. Er darf sogar anfangen, der Giro, das ist schon gut. Oh ja, das ist hervorragend. Dann direkt Glanz. Aber die stehen ja nur. Was für ein Feigling. Tschu, ist gut. Was? Ja, ich hab doch egal. Hä? Ich hab eigentlich Giro. Ja, Giro war auch zuerst, aber jetzt ist der plötzlich zuerst. I don't know. Mein Tor. Ach, ich finde das scheiße. Das hab ich nicht zu viel. Oh, oder? Ja, toll. Wegen einem machen wir jetzt doch Glanz und verlieren 22. 25 mittlerweile. Das ist doch nicht zu glauben. Das ist doch einfach nicht zu glauben. Das nee, macht keinen Spaß mehr. Ich sag ach, doch, komm, das macht keinen Spaß. Nö, es macht keinen Spaß. Alle Feinde, ja.
Manuaro beginnt, ja, bei dem das... Ja. Also Meditation nochmal. Meditation, da heilt er sich selbst. Ah. Die Gegner können gerne öfters kommen. Komm, 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 komm. Danke, tot. So, jetzt kannst du trotzdem nochmal Glanz, aber dann kurz. Hä? Was war das? Ja, die wurden nicht besiegt. Schlecht. Immerhin. Die letzten werden die besten sein. Freue dich nicht so früh, jetzt kommt noch mal rein. Nee. Ah, doch. Sag ich doch. Psychische. Physische. Physische, nicht psychische. So, ich hab psychische. Immer noch physisch. Was ist physisch damit gemeint? Hm. Lass mich mal das bitte. Gott, was ist denn das? Mein Magen. Boah. Ich weiß nicht, warum ich Hunger habe. Wir haben doch erst vor kurzem gegessen. Kommt vielleicht von den ganzen Grillhähnchen, die da rumlaufen. Ja. Das nimmt meinen Magen natürlich immer direkt zum Anlass zu knurren. Angriff. Ja, Zauber. Weiße Magie. Glanz. Sieht das schön aus. Irgendwie sieht das total schön aus. Dieses Glanz. Ja. So, jetzt will er weitermachen. Go, 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 komm. Glaubst du, das bringt was, wenn du die Tasten mal trittierst? Nimm deinen eigenen Controller, da kannst du auf den Tasten rumdrücken, so viel du willst. Windarmreif. Ja, aber nicht. So, wo geht's jetzt lang? Navigationssystem. Tja. Herr Ober, Studien. Route wird neu berechnet. Route wird neu berechnet. Route wird neu berechnet. Ich würde mal sagen, du läufst jetzt erstmal einfach zurück. Vielleicht da hoch. Probieren wir es aus. Ja, wir korrekt. Müssten ja bald wieder an der Stelle vorbeikommen. Ja, da ist schon mal ganz gut. Da ist eine Truhe, die wir noch nicht geöffnet haben. Oh, wir hätten nämlich jetzt erwischt. Ah. Aber du warst wohl doch schneller. Wie doch schneller? Weil die sich noch nicht umgedreht haben. Jetzt schon. Ja. Na gut. Ich denke, wir sind jetzt wieder irgendwo. Mittlerweile haben wir fast wieder alle. So, da ging ich nach oben. Merkt ihr unten, guck mal da, wo jetzt der Pfeil zeigt, unten da kam ich. Das musst du dir merken. Und da hinten war der Depp, der mich getötet hat. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo wir gesagt bekommen haben gleich, dass wir in der Nähe unserer Stadt sind. Bist du da? Gut, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
daheim. Die alte Windmühle. Scheint, als wären wir ewig fort gewesen. Hoffentlich ist alles okay. Das werden wir gleich sehen. Ja. So, und jetzt? Jetzt geht's doch mal los. Ach ja. Am besten ist, du umschiffst jetzt all diese Idioten. Woher? Andere Richtung, da wo du gerade hingegangen. Da runter. Ich denke... etwas weiter. So, legendäre Feinde bekämpfen, damit du die Truhe öffnen kannst. Da waren wir ja auch. Und wehe, du stirbst dieses Mal. Kopfkürzer. Mhm. Meine ich ernst? Auf! Verträgst du das, wenn du noch ein Kopfkürzer bist? Ich habe kein Wurmkur verstanden, das ist für Pferde. Gibt's auch für Menschen. Aber ich hatte eigentlich gesagt, ob du es verträgst, wenn du nochmal ein Kopf kürzer bist, als du jetzt schon bist. Stell dir das mal vor. Mein Kopf hier. Oh nee, dann wäre es doch viel zu klein. Ja. Dann kann man dich kaum noch ärgern, weil dann müsste man sich ja runterbeugen. Hör auf! Ja. Sehr schön. Sind nur noch zwei Arschgeigen übrig. Und die streichelst du natürlich. Hör auf! Stopp! Nee. Stopp! Nein. Du Fiesling! Stopp! Stopp! Ich bin kitzlig und das weißt du. Und? Lass es, stopp. Ich weiß. Du bist gemein. Ich glaube, bei dem mache ich mal Feuer. Schützt die Zähne. Das Zahn. Sag mal, jetzt ist mir gut. Was denn? Du hast harte Knochen. Lass das bitte. Wenn du mir auf die. Da, sieh, hier sind wir gestorben. Ja, da sind wir gestorben und vielleicht solltest du nicht unbedingt. Lass es. Was soll ich tun? Weg dort. Außen herum. Als sie nix. Ja, bleib einfach mal. Dreh dich um. Dreh dich um. Lauf da zwischen der Motte und der grünen Kiste durch. Und da weiter. Warum dürfen die eigentlich anfangen? Es ist die gleiche Konstellation wie beim letzten Mal und wir werden sterben. Mm-mm. Doch. Wir müssen jetzt einfach nur härter an die Sache ran. Naja. Oh, warum dürfen die überhaupt anfangen? Denn das verstehe ich nicht. Siehst du, wir werden wieder sterben. Warte mal auf so negatives Denken, gerne schon tot. Du musst mit irgendwas fester am Angreifen als nur das bisschen. Ja, ich warte auf Schuh. Kann ich da irgendwie... Ja, Zauber, weiße Magie, Glanz auf alle. Nee, es ist so, wie viel jetzt betäubt.
Was soll ich da machen? Schwarzmagie, Feuer 2. Ne, Wasser, oder? Zumindest bringen die die weg. Ja, Wasser. Besiegt, besiegt. Jetzt kommen diese dämlichen Schmetterlinge wenigstens nach vorne. Besiegt. Diesmal sieht es besser aus. Ja, diesmal sieht es wesentlich besser aus. Woran liegt das? Weil ich mich besser konzentriere. Wahrscheinlich schon. Oder weil du sonst kopflos geworden wärst danach. Ja. Ups, das war zu lang. Laut. Sehr schön. Besiegt. Au. 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 Lass den Blödsinn jetzt. Das Herz hat aber wehgetan. Also jetzt speichern. Medaille mal 9. Speichern, 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 speichern. Du musst weiter. Da ist eine Truhe. Ja. Dann bekämpf ihn halt. Oder versuch's halt mit der Truhe. Hä? Nicht weit vom Dorftalter? Geh noch mal raus. Geh noch mal kurz raus, bitte. Guck mal auf die Karte sofort. Gott sei Dank. Warum? Haben wir jetzt auf Tata erreicht? Ja. Ich hab mich eben verlesen. Ich dachte. Ja, mach ihn fertig. Was dachtest du denn? Dass wir im Kreis gelaufen sind und wir am Anfang rausgekommen sind. Nee, da war ja der Speicherpunkt. Ja, darf ich mal beginnen? Ich hasse nicht Speicher. Wieso? Weil Klug diese Mehrfachattacken hat. Ja. Und er stärker ist. Aber dann müssten wir Klug nach ganz links verschieben. Müssen wir auch mal machen, ja. Ich würde sie ja gerne kompakter stellen irgendwie. Schlafen, ja toll. Du musst unbedingt jetzt was tun, damit die nicht schlafen. Aua. Nein, 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 um Gottes Willen, weck sie erstmal auf. Du kannst sie aufwecken, ich glaube über Gegenstand. Heilen. Und da gibt's irgendwas zum Aufwecken. Er hat eine Statusleiden. Ja. Das, und dass wir sie nicht verlieren dadurch. Dass die am Schlafen ist. Du musst unbedingt gucken, dass du die da hinten loskriegst. Ja. Oh nein, jetzt schläft der Nächste. Mach mal bei ihm. Oh, er kann nicht zaubern, er kann nur angreifen. Mach mal bei ihm Gegenstand. Siegt. Na gut. Schwarze Magie und Wasser. Wie wir die los sind. Wasser tut gut bei denen, ne? Jetzt können wir noch die Truhe plündern und dann nicht sie raus ins Dorf. Soll ich springen? Nein. Wir haben dort keinen Sprungpunkt. Wir könnten nicht wieder zurück. Speichern, ja gut. Ja, geht also, ja da auch nicht. Also da jetzt soll ich in... Wohin soll ich jetzt? Ja, raus aus der Höhle jetzt. Gut. So, mal Speicherpunkt und beenden langsam den Part. Ja. Ich rufe auf die nächsten gleich. Ja.
So. Gut, wo ist einer? Im Dorf. Wir sollten ins Dorf hineingehen. Zum Beispiel an der Stelle. Das ist doch nicht zu glauben. Was Schlechtes, Schlimmes passiert. Wir brauchen... Ah, da ist ein Speicher- und Sprungpunkt. So. Aktivier mal den Sprungpunkt. So, und damit hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Schließlich haben wir es ja geschafft. Und im nächsten Part seht ihr dann das Dorf. Wie heißt es wieder? Das weiß ich nicht. Ich kann mir so Sachen doch nicht merken. Egal, dann seht ihr das Dorf. Ich weiß nicht, wie es heißt. Also bis zum nächsten Part und tschüss.